Wir rollen wieder. Endlich ist dieser lange und triste und nasse Winter vorbei. Es wird Frühling und wir sind wieder auf der Straße. Ganz besonders möchte ich die neuen Abonnenten begrüßen, die über Winter dazugekommen sind. Bleibt dabei, ich verspreche euch, es wird noch spannend in diesem Jahr. Wo es jetzt hingeht, erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, wie ihr seht, angekommen und aufgebaut. Den ersten Drink in der Hand und so kann es eigentlich weitergehen. Ach so, ihr wollt ja auch noch wissen, wo wir sind. Wir sind im Münstertal. Das ist südlich von Freiburg. Von da aus fährt man dann über Bad Krozingen in den Schwarzwald hoch. Und da ist dieser wunderschöne Platz. Im Laufe der Tage werde ich euch noch mehr davon zeigen. Wir sind ja eine Zeit lang hier. Der Neumagen durchfließt das Städtchen Staufen. Er ist rund 26 Kilometer lang und entspringt im Hochschwarzwald. Wir sind sicher, dass die Schwarzwälder zu genießen wissen. Im Altstadtkern finden wir sehr gepflegte Häuser. Auch wenn manche Risse aufweisen. Das kommt vom sinkenden Grundwasser im Stadtgebiet. Ausgelöst durch die neue Erdwärmeheizung im Rathaus. Gleich wie im nahen Freiburg hat man auch hier Bächle angelegt. Sie dienten ehedem als Abwasserrinnen. Wie mag das wohl gerochen haben? Der Kronenwirt hatte etwas dagegen, von Napoleons Soldaten erschossen zu werden. Heute werden wir von Sahara-Staub eingehüllt. Zeitweise wirkt der Himmel sepiafarben angemalt. Am Fuß des Burgbergs finden wir eine Skulptur des Bacchus. Kugelrund und wohlgenährt. Bald kehren wir Staufen in den Rücken. Wir müssen die Vorräte auffüllen. Schließlich wollen wir länger als 2 Wochen bleiben. Der Blutregen hat seine Spuren hinterlassen. Da muss in den nächsten Tagen die Waschbürste ran.
Am Campingplatz haben wir eine kostenlose Gästekarte erhalten. Sie beinhaltet auch freies Fahren mit dem ÖPNV im gesamten Kreis Freiburg. Das nutzen wir doch gerne und steigen in Bad Krozingen aus. Ja, und so sind wir jetzt in Bad Krozingen gelandet. Die Kurstadt empfängt uns mit schönen Frühlingsblühern. Leider scheint die Sonne nicht, wie angekündigt, aber wir nehmen es halt, wie es kommt. Wir laufen noch ein bisschen durch die Straßen und finden manch schönes Bild. Und dann den Kurpark. Schön bepflanzt. Das öffnet doch das Herz für den nahenden Frühling. In Bad Krozingen fand in den letzten Tagen ein Intensivlehrgang für Blasmusiker statt. Zum Abschluss geben sie ein Konzert, um das Erlernte zu präsentieren. Da hören wir doch gern eine Weile zu. So, eine schöne Strecke hier hoch zum Schauinsland. Da drüben irgendwo ist der Gipfel von einem Berg, aber da kommen wir heute nicht mehr hin. Der ist nämlich nur zu Fuß zu erreichen oder mit einer Seilbahn, aber auch dazu haben wir keine Lust, denn heute ist Motorradfahren angesagt. Das Auto ist dreckig, wie es ist, vom Sahara-Staub auf dem Campingplatz geblieben. Das Moped war Gott sei Dank zu der Zeit noch im Auto, sodass das sauber ist. Alles gut. Jetzt wollen wir noch ein bisschen rumgurken durch den Schwarzwald. Hier und da auf den Bergen liegt noch Schnee. Man soll das kaum glauben, aber es ist so. Der Schwarzwald lädt einfach zum Touren ein. Ob auf den Schauinsland oder den Bällchen. Oder an die vielen Seen und durch kurvenreiche Täler. Ein Genuss. Und in den tiefer gelegenen Tälern Richtung Lörrach zeigt sich schon das erste zarte Grün.
Aber auch auf der anderen Seite des Rheins wollen wir uns umsehen. Im Hintergrund die Vogesen. Wir folgen der Route de Vordalsac, der elsässischen Weinstraße. Und da kam eine Idee auf. Wie wäre es denn, eine Reise im Spätsommer hierher zu unternehmen? Zur Weinlese und den neuen Wein zu verkosten. Und die herzhafte, bodenständige Küche ist uns auch bekannt. Zumindest vom Hören. Aber das kann sich ja ändern. Unterwegs lockt uns ein Dorf. Von weitem sehen wir Störche kreisen. Da halten wir an. Ruffach ist vom Weinbau geprägt. Liegt es doch zwischen Colmar und Mühlhaus an den Ausläufern der Vogesen. Ruffach ist schon im Jahre 662 als Rubiaco erwähnt. Im Laufe der Geschichte wurden hier mehrere Kirchen erbaut, aber auch Heilanstalten und Internate. Das Elsass wechselte mehrfach die Nationalität, meist nach den Kriegen. Wir lassen uns durch die Gässchen treiben. Manch pittoresker Anblick fällt uns ins Auge. Bald wird es Zeit aufzubrechen. Und, liebes, schönes Elsass, vielleicht sehen wir uns ja schon bald wieder. Der Schwarzwald ist Wanderland. Direkt vor den Toren des Campingplatzes kannst du in das Wanderwegenetz einsteigen. Heute wandern wir das Münstertal bergan. Innerhalb weniger Tage ist der Frühling eingetreten. Überall grünt und blüht es in den schönsten Farben.
Im Münstertal wurde schon früh nach Mineralien und Metallen geschürft. Wir gelangen zum Kloster St. Trudbert. Der iroschottische Mönch Trudbert gründete im Münstertal um 600 eine Einsiedelei, um die heidnischen Alemannen zu missionieren. 3 Jahre später wird er von 2 Knechten des Lehnherrn Graf Otbert aus dem Elsass erschlagen. Circa 1850 gründen Benediktiner aus St. Gallen das Kloster St. Trudbert. Heute finden wir hier die Schwestern vom heiligen Josef zu St. Trudbert. Die Gästehäuser St. Josef und St. Agnes stehen allen Menschen offen, die einen Ort der Stille und Erholung suchen. Wir führen unsere Genusswanderung hinunter zum Campingplatz weiter. Heute machen wir einen Ausflug zum Kaiserstuhl. Der Kaiserstuhl ist eine bekannte Weingegend und hier rum in dieser Region soll es wohl auch am wärmsten in ganz Deutschland sein. Mit den meisten Sonnenstunden dazu. Und daher rührt natürlich auch die hohe Qualität dieses Weines. Hier gibt es wunderschöne Wanderwege durch diese Weingärten und die schauen wir uns jetzt mal an und ihr kommt mit. Die Wein- und Ferienregion zwischen Schwarzwald und Rhein. So nennt sich die Region gerne selbst. Schon sehr früh finden wir diese Brutröhren. Sie gräbt der Bienenfresser. Bis zu 1 Meter tief gräbt er in den weichen Löss. Jetzt ist es für sie noch zu kalt. Sie sind wohl noch im warmen Afrika. Aber schon bald werden sie hier eintreffen. Wir ziehen weiter durch die Weinberge des Kaiserstuhls und finden ein Weingut oben auf dem Berg. Und ich kann euch sagen, die badischen Weine haben was. Bei unserer Motorradtour ins Elsass fiel uns diese markante Kirche auf. Die wollen wir uns genauer ansehen. Musik.
stehe hier an dem Stier von Knossos, bekannt aus der griechischen Mythologie. Und dieser Stier entsteigt den Fluten. Man sieht hier, wie das Pflaster nach oben geht. Und der Stier trägt Europa auf seinem Rücken. Dieses Europa, das zurzeit so geschunden wird. Breisach ist eine der ersten Städte, die sich Europastadt nennen. Schon 1950 wurde ihr dieser Titel verliehen. Nachdem im Zweiten Weltkrieg 1945 85% der Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde. Drüben auf der anderen Rheinseite ist Frankreich. Deutschland und Frankreich hatten ja auch jahrelang ihre Probleme. Und zum Glück haben sie die beiseite gelegt. Wie gesagt, Breisach liegt direkt am Rhein. Am anderen Ufer sind wir in Frankreich. Breisach hat noch mehr zu bieten. Wir stromern umeinander. Da fällt uns dieser Turm ins Auge. Auf dem Breisacher Münsterberg finden wir den Radbrunnenturm, der neben dem Münster schon von weitem sichtbar ist. In ihm befindet sich ein 41 Meter tiefer Brunnen, der unter Berthold V. von Zähringen 1189 errichtet wurde. Er ist mit einem hölzernen Tretrad ausgestattet. Der Turm war einst auch mittelalterliches Rathaus und Gerichtsstätte. Nach etlichen Umbauten dient der Turm seit 1983 einem Kunstkreis als Ausstellungs- und Konzertraum. Es gibt hier oben auf dem Münsterberg noch mehrere interessante Gebäude und deren historische Teile zu bestaunen. So diese Wandmalerei. Sie erzählt von einer Gerichtsverhandlung gegen den Landvogt Peter von Hagenbach, der 1474 wegen Eingriffen in verbriefte Rechte, Sittlichkeitsverbrechen und anderem in Breisach angeklagt, verurteilt und am gleichen Tag enthauptet wurde. So, der letzte Tag. Wir fahren noch einmal runter nach Staufen, denn wir haben schon alles abgebaut, alles ist verpackt. Und wir haben immer über Staufen diese Burgruine gesehen. Die lacht uns immer zu und sagt, kommt doch mal rüber. Und da geht's jetzt gleich auf ihn. Die Burgruine Staufen thront über dem Markgräfler Land und dem Mittelalterstädtchen Staufen. Der ehemalige Sitz der Freiherren von Staufen, die auch den Magier Faust als Goldsmacher in die Stadt holten, bietet einen atemberaubenden Blick über die Rheinebene bis zu den Vogesen. Bereits 1248 wurde sie urkundlich erwähnt. 1633 im Dreißigjährigen Krieg durch einen Brand zerstört und 1896 durch die Stadt Staufen aus dem Besitz der Freiherren von Menzingen gekauft. Wir beobachten einen Sperber. Ob der an seinem Nest für die kommende Brut baut? Jedes Nest nutzen Sperber nur einmal. Ihre Brutzeit ist von April bis Juni. Hat also noch ein bisschen Zeit.
Wir wandern runter ins Städtchen und finden ein Weinlokal mit einer originellen Weinkarte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.